Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch ein paar Informationen zum kommenden Live-Event in der Season geben und es gibt auch noch ein paar Informationen zu einem weiteren kostenlosen Skin. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos hier mal auf dem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt und schaut natürlich auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei, Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Als erstes haben wir nämlich jetzt den Black Widow Skin, den konnten wir ja in dem letzten Cup jetzt freischalten, der am Mittwoch stattfand und jetzt haben wir den auch im Shop mit den ganzen einzelnen Items. Natürlich muss man aber hierfür Geld bezahlen. Des Weiteren kommt ja auch noch in 2 Tagen am 17.11. das neue letzte Lachen-Bundle raus. Also das Bundle, wo Joker und noch 2 weitere Skins drin sind. Dann, wie ich schon angesprochen hatte, gibt es einen weiteren neuen kostenlosen Skin bzw. neue weitere Kooperationen in Zusammenhang mit einem Bundle. Und zwar das Ganze mit Intel. Die hatten ja vorher gefühlt nie irgendeine Kooperation. Man hat es ja immer, das AMD oder Nvidia häufig das ein oder andere Mal auch mit anderen Spielen und so immer Kooperation hatten. Intel gefühlt einfach nie. Jetzt hauen die auf jeden Fall ein neues Paket raus, wo wir einmal eben mal diesen Skin freischalten können mit einer Spitzhacke oder so. Das ist, glaube ich, noch, die man dazu bekommen kann. Um das Ganze freizuschalten, braucht ihr logischerweise natürlich eine Intel-CPU. Alle verfügbaren bzw. alle CPUs, die damit kompatibel sind, stehen hier unten. Hauptsächlich müssen es, glaube ich, alle der 9., 10. Generation und dann noch der 11. Laptop-Generation sein. Das heißt, eigentlich so ziemlich allen neueren Intel CPUs, und falls ihr eben halt eine so von denen hier habt, beziehungsweise euch die bis zum 28. Februar kauft, könnt das Ganze freischalten, einlösen könnt das Ganze dann auch einschließlich bis zum 30. März, und dafür müsst ihr ganz einfach auf diese Seite gehen, und zur Zeit ist sie ab und zu mal ein bisschen überlastet, deshalb wundert euch nicht, wenn ihr jetzt vielleicht nicht direkt drauf kommt, werde ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Dann müsst ihr hier einfach einmal diese ganzen Schritte ausführen und dann könnt ihr das eben mal machen. Ich kann es euch jetzt logischerweise natürlich nicht zeigen, weil ich eine AMD-CPU habe. Auf jeden Fall sollte das Ganze so funktionieren, wie es hier eben halt auch schon steht. Damit sind wir dann auch schon mit den ganzen News zu den ganzen Skins durch. Ich hatte ja gestern auch bereits schon ein Video dazu hochgeladen, wie das ganze EU-Zugabe-Event hier funktioniert. Falls euch das Ganze interessiert, checkt es gerne aus. Werde ich oben in der Infokarte verlinken. Und dann gibt es, wie gesagt, noch ein paar Informationen zu Galactus bzw. generell dem Live-Event, was jetzt stattfinden wird. Und zwar konnte man ja eigentlich immer die ganze Zeit hier neben Holly Hedges im Prinzip in dieser Richtung Galactus hinten am Himmel sehen, am Anfang noch sozusagen als kleinen Stern. In letzter Zeit wurde der dann immer größer und man konnte ihn eigentlich schon wirklich mit einem bloßen Auge sehen, ohne dass man hier wirklich doll ranzoomt. Und tatsächlich ist er jetzt heute Morgen hinter den Bergen verschwunden, also er müsste jetzt ziemlich genau da hinter diesem einen Berg sein. Das Ganze hat natürlich aber einen Grund, warum der jetzt nicht mehr sichtbar ist. Er kommt, by the way, auch immer noch weiter auf uns zu. Das heißt, daran ändert sich nichts, aber Epic Games will ziemlich safe einfach nur das 3D-Model ersetzen und die können das immer nicht einfach mittendrin machen, weil sonst, glaube ich, relativ komisch aussähe, und deshalb wird er jetzt eben mal dort hinten verschwunden sein. Auf jeden Fall wird er wahrscheinlich jetzt morgen oder so wieder rauskommen und dann eben halt als 3D-Modell erscheinen. Das heißt, man kann ihn dann auch von den Seiten anschauen. Vorher war das im Prinzip nur wie die Wolken, das kann man von einer Seite sehen, von der anderen Seite nicht, und das 3D-Model ist dann so ähnlich wie die neuen volumetrischen Wolken auf den Next-Gen-Konsolen, und dann kann man ihn eben halt doch mal deutlich besser sehen. Man hat einen deutlich besseren Blick auf Galactus. Und das ist dann sozusagen schon der letzte Schritt wahrscheinlich vor dem Live-Event. Wie natürlich in jeder Season gibt es auch in dieser Season logischerweise natürlich zum Live-Event auch einen Countdown. Der wird wahrscheinlich als erstes hier auf dem Battle Pass-Tisch hier erscheinen. Dort, wo wir zurzeit eben mal dieses große Ausrufezeichen haben. Und das Ganze wird eben halt irgendwann jetzt innerhalb der nächsten Woche oder so kommen. Es steht noch kein festes Datum dafür fest. Falls das Live-Event jetzt am nächsten Samstag schon gekommen wäre, dann hätten wir auf jeden Fall gestern bereits den 7-Tage-Countdown erhalten müssen, denn sie werden ziemlich sicher keinen Countdown machen, der geringer als 7 Tage ist. Deshalb auf jeden Fall nächstes Wochenende schon mal ausgeschlossen. Die einzigen Möglichkeiten, die man da noch hat, ist im Prinzip der Samstag in 2 Wochen, das heißt der letzte Samstag der Season, oder alternativ der Montag, der 30. November müsste das sein, denn dort ist der letzte Tag tatsächlich der kompletten Season, denn es ist ja so, die Season geht nicht bis zum Donnerstag, sondern eben halt nur bis zum Montag, den 30. November eben halt. Deshalb ist es eigentlich auch schon relativ stark dafür ausgelegt, dass dort eventuell sogar das Live-Event kommen könnte. Wie gesagt, diese beiden Termine haben wir. Das heißt, entweder wir könnten morgen direkt schon, also morgen am Montag, den Countdown dafür bekommen, hätten wir einen 14-Tage-Countdown, oder wir werden ihn dann irgendwie nächsten Samstag oder den darauffolgenden Montag oder vielleicht auch mit dem Update diese Woche erhalten. Auf jeden Fall ist es schon komplett in den Game-Files. Das heißt, er könnte auch schon morgen reinkommen. Da ist auf jeden Fall keine Begrenzung dafür. Wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche dann auch die letzte Stufe des
Battle Passes erhalten mit dem Update. Am Dienstag wird dann wahrscheinlich alles in die Game Files gepackt fürs Live-Event und so weiter. Ich werde euch natürlich nichts direkt zum Live-Event leaken, also falls irgendwann bekannt sein sollte, was das genaue Thema oder so ist, werde ich euch dazu nichts sagen. Denn am Ende ist es immer noch am besten, wenn man sich einfach überraschen lässt, und ansonsten ist es eben halt nicht wirklich geil, so ein Live-Event anzuschauen. Deshalb werde ich euch auf diesem Kanal auf jeden Fall nichts spoilern. Nur wenn irgendwas bekannt dazu ist, wann das Live-Event stattfindet, falls irgendwas Offizielles von Epic Games kommt, werde ich euch dazu natürlich weiterhin informieren. Und dann war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.